Insider des Tages. Ja, es ist Dienstagabend und Dienstagabend ist bei uns auf OE24TV immer Insiderzeit und deswegen haben wir uns auch heute wieder die besten Insider Österreichs zu uns ins Studio eingeladen und sprechen über die spannendsten Politthemen der Woche. Da gibt es einiges zu besprechen. Wie immer hier am Dienstag Österreich Politinsiderin Isabel Daniel. Hallo Isabel. Hallo. Und wie gesagt, vier Insider, die uns verstärken in dieser Runde. Wir starten mit Johannes Hübner, ehemaliger FPÖ-Nationalrat. Grüß Gott. Grüß Gott. Der langjährige ÖVP-Clubobmann und Nationalratspräsident Andreas Kohl. Grüß Gott. Der ehemalige SPÖ-Clubobmann Josef Czapp. Hallo. Und Profiljournalist Georg Hoffmann-Ostendorf. Ja. Wir starten mit dem Thema des Tages, muss man eigentlich sagen, der letzten Tage, aber heute ist es jetzt endlich nach langer sozusagen, langem Prozess auch an die Öffentlichkeit gekommen, die Mindestsicherung neu, Sozialhilfe neu oder Armenhilfe, wie es die Regierung jetzt anscheinend auch nennen will. Was steht denn jetzt drinnen, was wir nicht ohnehin schon wussten, Isabel? Also wir wussten schon einiges, weil du hast es richtig angesprochen mit endlich. Das ging ja über sehr viele Monate. Also ich glaube, der Hauptpunkt, den die Regierung verkaufen möchte, ist, dass es einerseits eben diese künftig bundeseinheitliche Mindestsicherung gibt mit maximal den 863 Euro. Und da wird rausgepickt, Leute, die nicht genügend Deutschkenntnisse haben oder keine Deutschkurse belegen sollen, bis zu 300 Euro verlieren. Also das kann man jetzt als Malus bezeichnen oder wie die Regierung als Bonus, wenn sie die Deutschkurse machen, das erhalten. EU-Bürger und Drittstaatsangehörige sollen erst nach 5 Jahren Anspruch auf die Mindestsicherung haben, also wenn sie 5 Jahre in Österreich aufenthältig sind und gearbeitet haben. Und etwas, das im Moment natürlich für Wirbel sorgt, ist, dass es auch eine Transparenzdatenbank, die es ja schon gibt, künftig sollen die Länder, die das bis jetzt nicht an den Bund gemeldet haben, alle ihre Daten quartalsmäßig melden, also nach Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Alter, aber auch nach Herkunft. Und das sorgt natürlich jetzt für einige Diskussionen. Ein Punkt, wo die FPÖ sich nicht durchsetzen konnte, sie haben es versucht, war, dass man künftig nicht mehr diesen sogenannten Vermögenszugriff haben soll. Den gibt es weiterhin, aber in einer etwas abgeschwächten Form. Mhm. Überbleiben tut so als große Überschrift, Herr Hübner, weniger Geld für Flüchtlinge und Zuwanderer künftig. Ist das auch das, was kommuniziert werden sollte? Ich glaube, das muss kommuniziert werden, weil das ist ja ein Hauptproblem des ganzen Sozialstaates in den europäischen Ländern, dass wir eine massive Zuwanderung in die Sozialsysteme haben. Denn die Sozialsysteme sind der Grund für die Einwanderung nach Europa. Das ist weitgehend unbestritten. Wir haben ja nicht direkte Zuzüge aus den Kriegs- und Katastrophengebieten, sondern wir haben meistens indirekte Zuzüge aus Drittstaaten wie der Türkei, wo die Leute sich längere Zeit aufhalten und dann weiterziehen. Das heißt, wir haben zu einem sehr geringen Teil, also Flüchtlinge im eigentlichen Sinn, aber zu einem sehr hohen, fast vollständigen Teil, sogenannte Wirtschaftsmigranten, also Leute, die aufgrund der besseren Aussichten nach Österreich kommen. Und das belastet nicht nur die österreichischen, sondern auch die gesamten mittel- und nordeuropäischen Sozialsysteme natürlich enorm. Die Bildungssysteme, die Gesundheitssysteme und die Sozialsysteme im Besonderen. Und deshalb ist es ganz wichtig, die Attraktion, soweit das im Rahmen der Rechtsordnung möglich ist, herabzusetzen. Und das scheint mit dem neuen Entwurf zu gelingen. Ob alle Gerichte hier mitspielen, das wird man sehen. Mhm. Hört sich aber nicht so schlecht an, was der Herr Hübner da sagt. Sie sehen das wahrscheinlich anders, Herr Czapp, oder? Ich sehe es insofern anders, weil wir es noch überhaupt noch nicht ganz wissen, wie es konkret im Endeffekt sein wird. Denn die beschließen das erst morgen, werden das erst morgen bekannt geben. Was man hört, und ich kann mich nur auf das verlassen, was man hört und was so angedeutet wird in den Aussendungen, ist das ein bisschen anders, als das der Kollege Hübner vorhin dargestellt hat. Mhm. Es läuft ein bisschen an dem Motto, wo man hobelt, fliegen auch österreichische Späne. Das Problem ist, dass Sie zwar sagen, es trifft
Ausländer, jetzt im Moment in ihrer Sprache zu sprechen, aber das wird Österreicher und Österreicherinnen treffen. Weil auch bei diesen 16.000, die keinen Pflichtschulabschluss haben, wird es in der Mehrzahl Österreicher treffen, die dann nachweisen müssen, ob sie dann Deutsch können oder Englisch können, ob sie dann einen Bonus kriegen. Dann kommt noch das Problem mit kinderreichen Familien, wo man auch irgendwie ein Signal setzt, also nicht zu viele Kinder, nicht zu viele Kinder. Und ich finde, der Vermögenszuwachs wird bleiben und sie werden sich herstellen und werden dann etwas, was eigentlich ein umfassenderer Sozialabbau bei den untersten sozialen Gruppen werden sie zwar darstellen, um bei ihrer Wählerklientel kein Problem zu bekommen, als eine, wie soll ich sagen, Anti-Ausländer-Maßnahme, aber im Endeffekt treffen sie massiv die Österreicherinnen und Österreicher ganz genau so. So, nur damit es kein Missverständnis ist, ich selbst gehöre zu denjenigen, die sagen, man muss da sehr wachsam sein und wir müssen schauen, dass wenn es aus wirtschaftlichen Gründen es Flüchtlinge gibt, dass man alles unternehmen muss, damit die dort bleiben, woher sie kommen. Aber das heißt, da muss man ökonomische Veränderungen ansteuern und andenken. Ja? Da muss man bei der Klimapolitik etwas unternehmen. Ja? Also wir sehen uns ja global eigentlich als Menschen mit Menschlichkeit. Und beim Andreas Kohl kommt noch das christliche Element, nehme ich auch noch dazu. Und wenn man das alles zusammen addiert, dann sollte man, glaube ich, darüber nachdenken und auch da Strategien suchen und finden und auch in die Kommunikation einbauen. Also ich habe da eine große Skepsis, aber das endgültige Urteil werden wir dann morgen fällen können. Aber das, was ich jetzt schon weiß, zeigt, dass das Ganze eigentlich in erster Linie die Österreicher und Österreicherinnen treffen wird. Ja, darf ich da nur eines replizieren, ich will mich nicht vormerken. Aber man kann halt schwer eine Politik für heute, für 2018, mit Ideen machen, die vielleicht in 100 Jahren greifen, wie die Entwicklung Afrikas über die China-Politik. Das ist vielleicht in 50, 70, 100 Jahren ein Erfolg, aber was hilft uns das heute? Beide haben einen Punkt, haben eine Gemeinsamkeit. Jetzt haben wir aber auch noch die anderen Kurse. Mir geht es darum, dass wir nicht unterstellen, die Dinge sind vatikanischen Zeitdimensionen. Ja. Ja, die denken in 1000 Jahren und 2000 Jahren. Aber wissen Sie, wenn man nie anfängt, etwas zu ändern, dann ist das schlecht. Jetzt lassen wir den Kohl auch zu Wort. Trifft es die ärmsten Armen? Also ich finde, dass es höchste Zeit ist, dass wir eine bundeseinheitliche Mindestsicherung haben. Dass dieser Wettlauf nach Wien aufhört und dass auch die Bundesländer ihren gerechten, unter Anführungszeichen, Anteil tragen. Ich glaube auch, dass es so lange gedauert hat, weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Regierung abgewartet hat, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte über das oberösterreichische Modell und dass man sicherlich auch inzwischen Klarheit hat, wie diese Mindestsicherungsfragen vom Verfassungsgerichtshof beurteilt werden. Das heißt, das war sehr, sehr wichtig, weil damit fällt zum Beispiel der Deckel ist weg. Und ich glaube, dass diese beiden Gerichtshöfe etwas klargemacht haben, das muss ich Ihnen entgegenhalten, dass es eben diskriminierungsfrei sein muss. Asylberechtigte müssen genau gleich behandelt werden wie Inländer. Das ist der Sukkus, die Essenz der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Verfassungsgerichtshofs. Das heißt, Ausbildungsmängel sowohl beim Asylwerber als auch beim österreichischen Inländer werden behoben, indem man Geld zur Verfügung stellt im Rahmen der Mindestsicherung, um Ausbildungen nachzuholen. Der eine muss Deutsch lernen, die andere müssen also Grundschulabschlüsse nachholen. Das halte ich für sehr wichtig, diesen Anreiz dafür, dass man sich weiterbildet und für den Arbeitsmarkt fit wird. Wie das mit der Vermögensgrenze ausschaut, und dazu kann ich gar nichts sagen, weil da muss ich die Verba Legalia sehen, da kann ich erst sagen, ob das so also gerecht oder ungerecht ist. Das ist eine Transparenz, um Gottes Willen, die muss es natürlich geben. Man wird Dinge, die man aus der Statistik her wissen muss, die muss man auch melden. Und ich glaube, da hat niemand etwas zu verbergen. Das heißt also, ich glaube, das wird eine gute Regelung werden. Es muss ja immer, das ist ja ein schwieriger Grad. Man weiß auf der einen Seite, wie viel Ausländer mit der Western Union Geld in ihre Heimatstaaten zurücküberweisen. Das heißt, wie viel von der Sozialhilfe, die wir den Leuten bezahlen, damit sie überleben können,
werden nicht hier verwendet, sondern gehen in die Länder zurück. Deswegen sind ja viele von diesen Entwicklungsländern sehr heiß drauf, ihre Leute bei uns arbeiten zu haben. Manche haben ein Drittel ihrer Devisen, kriegen sie von den sogenannten Remittances, von den Rückzahlungen der Leute, die bei uns auf Sozialhilfe diese Gelder bekommen. Das heißt, Ersparnisse bilden sollte nicht möglich sein. Und auf der anderen Seite sollte es sich auch noch rentieren, zu arbeiten. Das heißt, es muss nicht, darf nicht so sein wie das berühmte Beispiel des oberösterreichischen Gemeindesekretärs, der gesagt hat, ich kriege 1.800 netto und hackel den ganzen Tag, 48 Stunden mindestens, und ich zahle einem Jordanier, ich glaube mit 3 Kindern, so viel Mindestsicherung, 400 Euro mehr netto kriegt er mindestsicher und arbeitet nichts und will auch nicht arbeiten. Das muss man auch sehen. Und da drinnen muss ein gerechtes Maß gefunden werden. Daher wage ich heute noch nicht, ein abschließendes Urteil zu bilden. Aber die Dinge, die ich in diese Eckpunkte, diskriminierungsfreiheit, transparent, Inländer wie Ausländer, Anreiz zum sich weiterbilden, Anreiz zum Arbeiten, das, glaube ich, sind die wichtigen Punkte. Also Andreas Kohl sagt, Eckpunkte sind gut. Herr Hofmann-Ostendorf, Sie sehen das anders nämlich an. Na, zunächst würde ich übereinstimmen, dass das mit der Diskriminierung ganz wichtig ist. Und dass nicht diskriminiert werden darf. Und da hat also diese Regierung ein erbärmliches Schauspiel geliefert. Ich meine, alles, was sie vorher gesagt hat, niederösterreichische Modell, ja, zuerst hat es geheißen, das niederösterreichische Modell, dann hat es geheißen, das geht nicht. Hat das Verfassungsgericht gesagt, nein, das geht nicht. Dann haben sie gesagt, das oberösterreichische Modell. Dann hat der Europäische Gerichtshof gesagt, das geht nicht. Also wie ist da, ich meine, ihr seid ja Parlamentarier gewesen oder noch immer. Ich meine, da versucht man doch Gesetze machen. Man versucht doch Gesetze zu machen, die verfassungsmäßig halten. Wenn man dauernd sagt, wir wollen die Gerichte entscheiden. Bitte ausreden, lieber Herr Kohl. Also wenn man dauernd sagt, jetzt will man das, und dann wurde es verfassungswidrig, dann will man das, wieder verfassungswidrig, wieder gegen europäische Gesetze, und dann kommt was raus, das ist sehr, sehr wenig. Ich finde das eh ganz gut, dass sehr wenig an dem durchgesetzt wird, was ursprünglich angedacht wurde. Jetzt würde ich doch meinen, dass, du hast ja schon recht, also unter dem Deckmantel, es geht alles gegen die Flüchtlinge, geht es natürlich auch gegen die armen Österreicher. Aber ich meine, es ist schon genug arg, dass das geht, dass man versucht, die Flüchtlinge zu kujonieren und schlechte Bedingungen zu schaffen. Was Sie sagen, ist also, entschuldigen Sie, ein Vollholler. Ja, die glauben doch nicht, dass die Leute durch die Wüste ziehen, das riskieren ihr Leben im Mittelmeer, damit sich davon abhalten, dass wenn die Mindestsicherung von 800 auf 500 runtergesetzt wird. Sie glauben doch nicht, dass das ein abschreckendes Mittel ist. Dass sie ihr Leben riskieren. So schaut das wirklich aus. Lieber Freund, ich muss dir schon sagen, du kennst das Geschäftsmodell von manchen nicht. Was Asyl betrifft, Flucht vor Verfolgung, alles klar. Da sind Leute, da gibt es eine Sacred Trust, da haben wir eine Verpflichtung. Aber sehr, sehr viele gibt es, wo man junge, kräftige, relativ gut ausgebildete junge Leute mit Geld ausstattet, sie nach Europa schickt, damit sie dort verdienen und Geld zurückschicken und Geld zurückschicken können, damit sie ihre Familien vom Hunger retten können. Und Geld zurückschicken können, um dann nach einer gewissen Zeit diese Familie nachholen zu lassen. Das ist weder Asylantenpolitik, sondern das ist eine Art von Migrationspolitik, die wir nicht wollen. Und diesen Anziehungseffekt, dass wir den Menschen so großzügig die Mindestsicherung geben, dass sie mit 400 Euro im Monat ohne weiteres leben können, scheint so zu sein, weil so viel, wie sie die schicken ja, ich sage Ihnen, 400 Euro 5 im Milliarden Monat leben können? Es scheint so zu sein, Leute können nicht so viel Milliarden Euro im Jahr
in ihre Ursprungsländer zurückschicken, wo sollen sie die herhaben? Die haben sie von ihrer Bundeszielgruppe zum Teil und zum Teil vom Arbeiten. Eine kleine Korrektur möchte ich schon anbringen. Also Western Union ist sozusagen aber eine ganz wesentliche Einrichtung einer begleitenden Bank, die übrigens große Geschäfte gemacht hat, für Flüchtlinge der verschiedensten Art auf ihren Weg nach Europa. Also du tust für mich so darstellen, wenn die ausschließlich nur da Geld hineingeben, Sozialhilfegeld oder so, und dann wird das dorthin geschickt und aus. Ja, ein Teil also, davon schon. Naja, aber das ist aber wichtig, das ist aber ein wichtiger Punkt, hat sogar Western Union kritisiert worden deswegen. Das ist das eine. Das zweite ist, es muss irgendwo eine Gruppe von Arbeitgebern geben, die daran interessiert sind, dass möglichst billige Arbeitskräfte dann nach Europa kommen. Naja, aber die vergessen wir jedes Mal. Da wird immer so dargestellt, da gibt es die blöden Begrüßer, nur alles Mögliche, natürlich. Ja. Und da, die sind daran interessiert, dass das möglichst billige Arbeitskräfte sind. Und ich meine, ja, was wir brauchen, haben wir ja auch kein Interesse. Nein, aber es geht aber nicht nur um die Flüchtlinge, bitte. Der größte Teil am Arbeitsmarkt ist aus der EU Personenfreizügigkeit rekrutiert. Das ja, wissen wir doch. Ich habe ja nicht gesagt, ich will nicht nur dran über Afrika diskutieren. Aber wenn wir schon über Schutz der Arbeitsmärkte sprechen, ja, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass das ein Teil der Folge dieser aktuellen Regelung der EU-Personenfreizügigkeit ist und einer der Gründe, warum gerade die Briten unter anderem mehrheitlich für den Brexit gestimmt haben, weil sie das heute in der Form nicht wollen, obwohl sie maßgeblich an der Einführung dieses Modells mitgearbeitet haben und maßgeblich auch viele Arbeitgeber daran interessiert haben, dass mit dieser Bewegung innerhalb der Europäischen Union die Löhne ein bisschen gedrückt werden, ein Mobbing auf den Arbeitsmärkten geben. Nein, mir geht es nur darum, dass man nicht immer nur über die Flüchtlinge diskutiert. Die keine Flüchtlinge sind, sondern Migranten. Flüchtlinge kriegen Asyl. Konvention, Flüchtlinge und dann gibt es Wirtschafts- und Klimamigranten. Da gebe ich dir ja recht. Aus wirtschaftlichen Gründen Migranten, aus klimatologischen Gründen Migranten und dann gibt es auch Genfer Konvention, die Flüchtlinge. So. Und ja, aber das ist ein Unterscheiden. Und dann haben wir noch die EU-Personenfreizügigkeit, die auch wirkliche Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte hat. Und dann haben wir noch was. Und jetzt bin ich wieder fertig. Ja. Es gibt sowas wie eine neokolonialistische Ausbeutung, hat die Sarah Wagner gesagt. Und das ist nicht so blöd. Nämlich, da produzieren Länder, und jetzt kommt Ungarn und Bulgarien und andere Länder, sogar aus Afrika, die produzieren ausgebildete Kräfte und werden dann abgeworben oder wandern dann in die Wohlstands- und Industriezonen und dann haben wir es da, Druck auf dem Arbeitsmarkt und dort fallen sie beim Aufbau. Und über das sollte man mal nachdenken. Das Geld so. Nein, nicht Geld. Die kommen gar nicht hin, die wandern aus. Ja. Das Problem. Ich möchte nur ganz kurz, weil wir diskutieren eigentlich über die Mindestsicherung und daraus ist jetzt plötzlich eine Asyl Asylwerber, Flüchtlingsmigranten, Afrika-Diskussion geworden. Naja, nicht nur. Also ich glaube nicht, dass der Großteil, da die Regierung ja dieses Wochenende sich bemüht hat, nach Herkunft der Mindestsicherungsbezieher zu gehen, da ist nicht der Großteil davon afrikanischer Herkunft. Also diese Probleme mit dem Geld zurückschicken, also ich glaube, das sind unterschiedliche Gruppen. Und man muss schon dazu sagen, die Mindestsicherung an sich ist ja keine Maßnahme, die für Ausländer geschaffen wurde. Ja, es tun große viele Teil der Ausländer, Leute sind ungefähr, Ausländer. Es sind ungefähr 50%, die ausländische Staatsbürger sind. Da streiten sich die Geister. Manche sagen, das sind 50% der Zierer. Ja, genau. Also das ist nun mal so. Das heißt, man muss schon dabei bleiben. Na, Mindestsicherung ist mehr. Nein. 60% haben einen Migrationshintergrund. Ja, 50% haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Genau. Bitte, abschließende Worte. Die ganze Geschichte. Ja, die ganze Geschichte ist kein Real. Das basiert nicht auf Realen, das, was also jetzt politisch gemacht wird. Das, was gemacht wird, ist, um die Leute aufzuganseln gegen Ausländer. Das ist der einzige Grund, warum überhaupt diese ganze Diskussion stattgefunden hat. Real als Problem, als reales Problem, materiell ist das so ein kleines Problem. Ja, also Mindestsicherung macht einen minimalen Prozentsatz des Sozialbudgets aus. Also, dass wir jetzt lang über die Flüchtlinge reden, das Ganze ist ein Manöver einer Regierung, einer populistischen Regierung, ja, mit mittepopulistischer und rechtspopulistischen Regierung, um die Leute aufzuhetzen gegen die Ausländer, weil das ist die einzige Möglichkeit, mit der diese Regierung wiedergewählt wird.
Ich will mich ja nicht so pluralistisch und tolerant ausdrücken wie der Herr Roman Ostenhof und von Vollholler sprechen, wenn andere Leute was sagen. Ja. Aber ich wäre fast auch auf diese Diktion verfallen, aber mache ich natürlich die nicht. Der Vollholler gehört dem Christian Kern. Ja, ja, aber das hat jetzt der Kollege hat was jetzt hier reingebracht. Das ist fast das Einzige, was man mit ihm verbinden wird. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was, sagen wir, die Blattlinie des Profil an Realität zulässt oder haben will und den Dingen, die tatsächlich passieren. Wenn ich jetzt sage, das Ausländerproblem ist etwas, das gibt's nicht, das ist also so Rechtsextremismus, populistisch, Xenophobie und das Profil hat eine lange Liste von 233 Totschlagvokabeln, mit dem diese Diskussion ferngehalten wird. Das ist die eine Geschichte. Aber wir sollten ja hier nicht über die Welt des Profils und seiner Redaktionsstuben reden, sondern über die Realität. Und die Realität ist natürlich die Einwanderung in Europa ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Also gerade in Wien braucht man ja nicht so tun, als ob das nicht gibt. Also wenn in den Schulen es so ist, dass 51% der Pflichtschüler zu Hause nicht mehr Deutsch als Muttersprache haben oder in Wien, glaube ich, 63%. Und es werden die Kurse für Deutsch gekürzt. Ja, ja, also dann ist das ja ein, ist ja ein Thema, das existiert. Ist ja kein Affin. Es gibt Schulklassen, in denen Deutsch unterrichtet wird. Was heißt das? Es wird gezielt gefördert. Die Kurse für Deutsch? Nein, es wird gezielt gefördert. Also wenn Sie sagen, das Problem ist das, dass die Regierung die Kurse für Deutsch interessiert, was für die Politik ist. Jetzt können sich alle kurz beruhigen. Wir machen eine kleine Werbepause. Jeder kriegt einen Schluck Wasser. Dann sind wir gleich wieder zurück. Dann sprechen wir über die SPÖ, da wird es wahrscheinlich auch hitzig zugehen, aber dazwischen, wie gesagt, kurze Pause für Sie zu Hause, aber vor allem auch für unsere Gäste hier. Die Insider des Tages. Also hier wird noch immer diskutiert, die Herrschaften haben die Werbepause benutzt, um munter weiter zu diskutieren. Ist auch gut so, wollen wir eigentlich so haben, aber jetzt sind wir beim nächsten Thema. Jetzt geht es um die SPÖ, da gab es diese Woche oder dieses Wochenende den großen Parteitag. Pamela Rendi-Wagner wurde mit über 97% zur neuen SPÖ-Chefin gewählt. Josef Czap auch dort gewesen als Delegierter. Sie waren begeistert, haben Sie vorher erzählt. Ja, ich finde, es ist an den beiden Tagen ein neues Parteiprogramm beschlossen worden. Es ist auch programmatisch eine inhaltliche Positionierung für die Europawahl beschlossen worden. Es ist eine Kandidatenliste für die Europawahl beschlossen worden. Es ist ziemlich viel eigentlich in diesen 2-3 Tagen hier beschlossen. Und natürlich eine neue Vorsitzende gewählt worden mit einem wirklich großen Vertrauenssignal. Und das ist jetzt einmal eine Ansage. Und jetzt, Sie sehen jetzt Aufbruchsstimmung wieder. Natürlich, ja, weil das ist etwas, wo man also jetzt sich, das hat sich ja in der Rede von Pamela Rendi-Wagner ja niedergeschlagen, sich mit diesen Form der Umgestaltung Österreichs in ein anderes politisches System, in eine, damals hat man da gesagt, Dritte Republik, ich würde diesen Begriff jetzt nicht wiederholen, ja, aber es ist schon so, es sollen die Gewichte von den Arbeitnehmerinnen hin zu den Arbeitgebern verlagert werden. Es ist schon so, dass man sich nicht mehr die Frage stellt, was ist sozial gerecht, wie ist die Steuergerechtigkeit, was ist bei den Superreichen, wie kann man da besser verteilen. Das findet da keine Brille. Was ist mit der Demokratie? Wie wird die Demokratie ausgebaut? Da gibt es über 900.000, die dieses Anti-Raucher-Volksbegehren unterschreiben. Plötzlich sagen sogar die Blauen, sie wollen keine Volksabstimmung darüber machen, wo es ja völlig neue Töne sind. Weil ich kann mich erinnern, im Parlament jetzt fast bei jedem Thema, wenn es nach den Blauen kam, Volksabstimmung gegeben. Ja. Es ist die Umbau der Sozialversicherung. Der Umbau der Sozialversicherung. Ja, aber wir haben mal eine Linie. Jetzt nicht einmal eine blaue Linie. Ja. Und dann haben wir die Sozialversicherung, sogenannte Sozialversicherungsreform, da sollen einfach nur die Arbeitgeber mehr bestimmen oder fast allein bestimmen. Und so geht es, es ist der Umbau und es ist, da wird Andreas Kohl sich sicher fast noch besser auskennen, es ist die Fortsetzung oder hat die Regie dessen, was Wolfgang Schüssel damals wollte, aber nicht zu Ende führen konnte, weil er dann einfach abgewählt worden ist. Und das wird jetzt nachgeholt, aber mit einem anderen Wording, mit einer anderen Sprache, in homöopathischen Dosen, mit freundlichen Gesichtern. Ich rede jetzt gerade von der ÖVP, die ist ein zweites Mal jetzt probiert. Die ist ein zweites Mal probiert. Naja, weil das sind also die Themen, die am Parteitag der SPÖ ja diskutiert wurden. Und jetzt ist die entscheidende Frage, ob diesmal die FPÖ wieder bei all den Dingen mitmacht, wie schon damals 2006, und am Schluss war sie dann halbiert bei den Nationalwahlen, oder ob sie diesmal den Stempel aufdrückt,
der ÖVP. Und wenn ich mir manchmal optisch anschaue, und dieses milde, väterliche Lächeln des HC Strache auf den Sebastian Kurz runterglänzt, ja, und Sebastian Kurz fast wie ein Sohn zum HC Strache raufsieht und viele der Maßnahmen der letzten Zeit mir anschaue, habe ich fast den Eindruck, dass das auch ein bisschen ein umgekehrtes Bild jetzt ist. Jetzt haben wir alles dort diskutiert und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir eigentlich guten Mutes sein können, denn es leistet auch diese Regierung langsam, aber doch schrittweise einen Beitrag, dass es eine Wendestimmung in Österreich wieder gibt, und zwar nicht zu der Wende, die du in deinem Buch schon einmal beschrieben hast und gerne gehabt hättest, und vielleicht willst du das jetzt wieder haben, ja, aber ich glaube, es wird wieder nicht gelingen und es wird wieder anders enden. Und diese Aufbruchsstimmung, die ist, glaube ich, dort beobachtbar gewesen. Und ich finde, dass das einmal sehr positiv ist. Ich bleibe bei oft kritischen Reflexionen. Ich will da nicht jetzt da alles jetzt da irgendwie besonders begrenzen. Ja, es gibt vieles, was man noch ändern und verbessern muss. Ja, die Kampagnenfähigkeit, die Themensetzung, da gibt es vieles. Ja. Der Josef Kahl in einem Interview gesagt hat, da gibt es noch Luft nach oben. Absolut richtig. Ja. Also man soll da nie zufrieden sein und sich nicht selbst bescheiden, sondern das, was gewollt ist, dass es dieses totale Engagement gibt. Und ich habe das sehr sympathisch und gut gefunden, was er gesagt hat, wir müssen jetzt rennen. Damit kann ich echt was anfangen. Wir rennen mein halbes Leben schon die ganze Zeit. Also ich bin da ganz positiv gestimmt und versuche jetzt diese Stimmung auch auf diese Runde überzutragen. Ich sehe ja förmlich diese hoffnungsvollen Blicke da. Ich wollte gerade sagen, Josef Schaub ist schon schwer im Wahlkampfmodus. Ja, ich sehe es ja schon. Wie hast du das gesehen, Isabel? So wie der Josef Schaub ist, spürst du auch schon diese Aufbruchstimmung, diese Wendestimmung? Nein, also ich sehe jetzt noch nicht die Millionen rennen, aber ja. Was ich schon glaube, ist, dass sie die erste Hürde sehr solide und recht gut gemeistert hat. Sie hat dort eine Rede gehalten, die bei ihrem Publikum vor Ort angekommen ist. Es gab eine gewisse Kritik an Sebastian Kurz und der Regierung. Das ist das, was die Funktionäre hören wollten. Und sie hat sozusagen gezeigt, sie will es unbedingt. Ich erinnere an diese Sprünge auf der Bühne. Das hat eine gewisse Sympathie ausgelöst, glaube ich, bei den Funktionären. Also aus SPÖ-Sicht ist diese erste Hürde gut genommen. Das wird natürlich nicht reichen. Und wir haben hier ein bisschen diese Dialektik gerade bemerkt auf diesen zwei Seiten. Also wenn man über Sozialleistungen redet, machen die Vertreter von ÖVP und FPÖ eine Migranten- oder Flüchtlingsdiskussion daraus. Und wenn man mit dem SPÖ-Vertreter über die SPÖ redet, wird das eine Debatte über die schrecklichen Maßnahmen von Schwarz-Blau. Und ich glaube, irgendwo da wird sich entscheiden, wie erfolgreich die SPÖ sein wird, wer schafft es, wen auf wessen Spielfeld zu holen. Ist die Opposition gestärkt nach diesem Parteitag? Die SPÖ ist sicher gestärkt. Ich habe mir die auf OE24, dafür bedanke ich mich heute, habe ich mir von 9.30 Uhr bis 14 Uhr, ich habe daneben natürlich die Zeitung gelesen, etc., Kreuzworträtsel gelöst, ist ja nicht immer alles so spannend, aber ich habe mir das Ganze angeschaut. Und ich muss sagen, die Parteitagregie war perfekt, also war perfekt. Die Rede von Pamela Rendi-Wagner war sehr gut, war die richtige Länge gehabt, sehr gute Inhalte, gut, ja. Die Schlussworte waren, ich will mit eurer Hilfe Bundeskanzlerin werden, das sind die Schlussworte des Wolfgang Schüssel, wie er 1995 zum Parteiobmann gewählt wurde. Hat genau das Gleiche gesagt. Ich will mit eurer. Und also ich finde, er ist es dann geworden. Ich werde dann die Pamela, ich wünsche wirklich alles Gute und das ist ein komplett neues Team. Ich finde, das ist alles sehr interessant. Neues Programm, neues Statut, man hat das alles hinter sich gelassen und jetzt geht's los. Ja, aber Sie sehen die ich sehe, dass man Voraussetzungen geschaffen hat, dass jetzt ein neues Team die Probleme, die sich nicht geändert haben, jetzt löst. Und da sind mir gewisse Zweifel aufgekommen. Ich war ja Jahre Berufspolitiker und ich war jahrelang Oppositionspolitiker und ich war jahrelang bin ich in der ÖVP herumgefahren und jahrelang habe ich gehört, wie die ÖVP-Funktionäre die Sozialdemokraten, den Kreisky kritisiert haben, den Wranitzky kritisiert haben. In der Kritik der anderen waren sie großartig. Und wenn man sich gefragt hat, so, und was machen wir? Ja, was machen wir? Wir müssen das alles anders machen. Was? Und so ist mir das ein bisschen bei der Reportage, die ich gesehen habe. Es war ja gelacht. Die oberösterreichische Vorsitzende hat als das Erste das Wort ergriffen, 10.15 Uhr,
hat alle begrüßt. Die ersten Namen, die vorgekommen sind, waren Sebastian Kurz und HC Strache. Sie hat also gesagt, in der Früh hat sie einen Laubbläser gehört und dieser Laubbläser, das waren Kurz und Strache. Heiße Luft und nur Lärm. So im Wesentlichen. Und das hat sie aber dann mehrfach wiederholt. Da haben wir gedacht, naja, das ist ja ganz gut gemacht von unseren Leuten, dass wir dort so präsent sind. Und das hat sich durchgezogen. Die Kritik, nur Kritik, Kritik ist notwendig, aber nur Kritik. Dann habe ich mir gedacht, was kommen für Vorschläge? Dass also der erste Vorschlag kam, 10% Mehrwertsteuer bei den Mieten soll gestrichen werden. Wenn man heute das Morgenjournal des ORF gehört hat, haben die Experten gesagt, das ist ein nicht durchdachter Vorschlag. Denn, und ich füge hinzu, nicht nur, weil die Vermieter dann die Mehrwert, die Vorsteuer nicht mehr absetzen können und das natürlich dann sich für die Miete verteuert, sondern weil das eine typische Gießkannenpolitik ist. Reiche Leute, die mieten, kriegen die 10%, das trifft dann wesentlich mehr. Privatzimmervermieter können plötzlich, kriegen 10% mehr, was die Mehrwertsteuer nicht mehr abführen müssen. Das ist eine, und alle Fachleute sagen, das ist unüberlegt. Eine unüberlegte Maßnahme, das ist mir sofort aufgegangen. Und das Zweite war, 37-Stunden-Woche wurde vorgeschlagen. Also ich habe mir gedacht, liebe Parteivorsitzende, du bist jetzt neu, du hast alle Möglichkeiten, jetzt muss einmal eine ordentliche Politik gemacht werden. Man muss sich einmal überlegen, was kann man glaubwürdig dieser Regierung, die jetzt jede Woche eine neue Reform setzt, jede Woche eine neue, jede Woche, was kann man ihr glaubwürdig entgegensetzen, außer der Kritik, das ist alles heiße Luft oder die arbeiten nichts. Also man kann viel sagen, aber dass die Regierung nichts arbeitet, das kann man wirklich nicht sagen. Weil würde sie nichts arbeiten, müsste man sich ja nicht so empören über alle falschen Maßnahmen, die ihr ständig kritisiert. Also ich glaube, ein guter Start. Persönlich wünsche viel Glück beiden Herren. Ich habe vom Herrn Trotz da immer viel gehalten. Und auch von Pamela Rendi-Wagner, die ist eine habilitierte Wissenschaftlerin. Es ist toll, dass wir also solche qualitätsvollen Menschen an der Spitze von politischen Parteien haben. Ich wünsche sehr viel Glück. Die Problemlage ist die gleiche. Georg Hoffmann-Ostner, ich kann mich Ihnen ganz am Anfang sehr begeistert gewesen von Pamela Rendi-Wagner. In den letzten Diskussionen waren Sie dann eher ein bisschen zurückhaltender. Teilweise sogar schon ein bisschen enttäuscht, kam mir vor. Wie schaut es jetzt aus nach diesem Parteitag? Wieder begeistert. Wieder begeistert. Ja, Sie fanden ja das gut. Also ich fand wieder Herr Fellner, ja. Senior. Ja. Ich fand erst einmal die Rede ausgezeichnet. Zweitens einmal auch die ganze Atmosphäre innerhalb dieses Parteitags. Ich habe mir das auch angeschaut, die ganze Sache, auch die Diskussionen. Mir sehr gut gefallen. Ich bin ja ein sehr starker Verfolger der amerikanischen Politik. Und mir sind da Parallelen aufgefallen. Ja? Alle reden natürlich angesichts also des Trumps. Angesichts des Trumps. Nein, ich will jetzt nicht Trump reden alle von der Krise der Demokratischen Partei und ich muss erst finden, wohin sie will und was weiß ich. Jetzt hat es diese Wahlen gegeben und was man gesehen hat, war eine Mobilisierung, vor allem der Frauen. Ja? Und ich habe mir gestern den Parteitag angeschaut und da haben sie gemeldet, ich glaube, zwei Drittel waren das Frauen, die engagiert geredet haben. Ja? Das gibt ein bisschen, das schaut ganz gut aus. Außerdem glaube ich einfach, diese Vorstellung, die Sozialdemokratien sind so total in der Krise. Also so ist es ja nicht. Ja? Das will man so. Ja? Ja, natürlich gibt es Krisensituationen, aber auch, dass sie nicht wissen, wohin sie wollen. Also wir haben in Österreich eine Stadt, die sozialdemokratisch verwaltet ist, seit 100 Jahren mit Unterbrechung. Das ist die Stadt, die am meisten die beste Lebensqualität auf der ganzen Welt hat. Ja? Die hervorragend verwaltet ist. Also die Sozialdemokratie kann verwalten. Und die, wenn es Korruption gibt, ist das gemessen daran, dass die 100 Jahre an der Macht sind, lächerlich wenig Korruption. Das heißt, es gibt genug
genug an Kompetenz, die möglich ist und die SP real jeden Tag zeigt. Ja? Warum soll das bitte nicht in der nächsten Wahl diese unmögliche Regierung hinweggefegt werden? Ja? Ich könnte da stundenlang zuhören. Ich wollte gerade sagen, ihr engagiert dich gleich. Muss die Regierung zittern? Ja, also die muss sicher nicht zittern, weil die Frau Rehni-Wagen hat einen guten Erstauftritt gehabt, den hat aber der Christian Kern auch gehabt. Das muss man sagen, zweimal sogar, also bei Plan A und bei seiner Wahl. Aber bei der gestrigen Rede auch. Ja, bei gestern auch, aber das hilft ja allein nichts, weil das Entscheidende ist, dass man natürlich Themen haben muss und da hat man das Problem gestern oder am Samstag wieder gesehen. Dass sie das nicht haben. Also es wird beschworen, der Sozialabbau, nur macht die Regierung bisher keinen Sozialabbau und wird ihn auch weiter nicht machen. Also dazu kenne ich den Heinz-Christian Strache gut genug, also einen Sozialabbau wird es nicht geben. Das wird also daher ein beharrliches Themenproblem in der Sozialdemokratie bleiben. Und die anderen Themen, die sie spielen könnte, kann sie nicht aufgrund der Selbstfesselung spielen. Das, was der Josef Czap sehr richtig gesagt hat, das Problem der Verdrängung der Dienstnehmer durch die offenen Grenzen, durch die Arbeitsmarktfreizügigkeit, der Senkung des realen Lebensstandards und des Einkommens der unteren 30% der Bevölkerung, also sagen wir ja quer durch Europa, das Realeinkommen der unteren 30% um 20, 25 bis 30% gesunken ist, auch in Österreich. Ja. Das können sie aber nicht, weil sie ideologisch daran gehindert sind, sowohl gegen die Einwanderung aus Drittländern als auch gegen die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union aufzutreten. Das ist ein Thema, das Problem haben sie natürlich mit den Mitgliedern und den Funktionären. Und das nächste Thema ist, dass die Bildungsmisere, die gerade von den Sozialdemokraten immer wieder beschworen wird natürlich, dass immer wieder beim Thema der Themen, beim Thema A zurück natürlich, zu sehr, sehr, sehr großen Teilen ein Einwanderungsproblem ist. Was sollen die in Volksschulen machen, die armen Lehrer, wo sie 100% Migrationsanteil haben, wo so gut wie niemand Deutsch als Muttersprache hat? Da wird es nicht einfach sein, mit Südkorea oder mit Japan oder mit Ländern, wo die Pflichtschüler zu 100% aus Eingeborenen, unter Anführungszeichen bestehen, zu konkurrieren. Wenn man diese Themen aber weiter verleugnet und aus ideologischen Gründen nicht ansprechen kann und so tut, dass man mit irgendeinem neuen Plan A oder B oder C oder mit einer Bildungsreform oder einem Toleranzpaket oder einem Integrationspaket das alles wegdiskutieren kann, da wird es schwierig und vor allem ist es sehr schwierig, das den eigenen Leuten zu erklären. Deshalb meine Vermutung, die Krise in der Sozialdemokratie wird auch in Österreich andauern. Er will eine kleine Anmerkung. Betrifft das ja uns ganz wesentlich. Es ist unterschiedlich in Europa. Ja. Es gibt eine Aufwärtsbewegung in Spanien mit dem Herrn Sanchez, der dort der Ministerpräsident ist. In Portugal tut schon wieder Kassandran. Ja. Es ist jedenfalls in Portugal, die eine sehr erfolgreiche Regierungspolitik machen. Also es ist unterschiedlich. Ja. Man kann also jetzt nicht wiederum den alten Tarndorf in Bewegung bringen. Das hoffen nämlich viele Konservative und Populisten. Ja, sind jetzt endlich am Ende, die Sozialen, man sind denn endlich am Ende, sind schon immer nicht endlich am Ende. Also es ist einfach immer die gleiche Musik, ja, nur mit anderen Instrumenten, aber so ist es. Aber jetzt, da kriegt er dann immer so einen fast engelhaften Blick, der Kollege Hübner. Ja. Es gibt keinen Sozialabbau. Ich finde, der 12-Stunden-Tag, ja, wo dann nur im Gesetz drinsteht, ein Gesetz, wo drinsteht, freiwillig, sind die besten Gesetze, ja, Gesetze, wo steht, ist freiwillig, es ist einfach gesetzlich festgeschrieben, die Freiwilligkeit, was bei den Machtverhältnissen in den Unternehmungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einfach lächerlich ist. Ja, wenn nicht die Betriebsräte mitreden. Ne? Ja, natürlich, die Ausschaltung der Betriebsräte, das Zurückdrängen der Gewerkschaft, das sind alles sehr Elemente von Sozialbau, von Neoliberalem, ja, im weitesten Sinn. Und da wundert es mich, dass die Freiheitlichen mitmachen. Ich kann mich erinnern an die Oppositionspolitik der Freiheitlichen. Also die hat immer versucht, auch abzudecken, möglichst viele im Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenbereich. Von dem hat sie in diesen Fragen, muss ich sagen, verabschiedet. Und die ÖVP wollte das immer, ja, und hat das anscheinend jetzt auf diese Art und Weise durchgesetzt. Und auch die Art und Weise, wie man es durchsetzt. Ja, Speed Kills hast ja du damals einmal kreiert, aber wenn du das heutzutage nicht mehr so gern hörst, aber so ja, dieses das überfallsartige
da kommen die 12 Stunden und zack, 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 und das muss jetzt alles schnell gehen. Und dann, wenn man über Integration spricht, dann werden aber die Mittel für das Integrationspaket und das wird alles gekürzt. Und es ist, manchmal haben viele oft den Eindruck, man will es fast, dass es da Probleme gibt. Und ich muss aber trotzdem sagen, schauen wir uns doch, vergleichen wir das mit anderen Städten, mit anderen Ländern in Europa. Und Sie werden ja wohl nicht auf die Idee kommen, dass Sie sagen, wir werden den Anteil derer, die jetzt da sind, dadurch, indem wir die alle einladen, sie in einen Autobus zu setzen und Österreich zu verlassen. Das werden Sie nicht vorschlagen. Sondern Sie werden vorschlagen müssen, wie man diesen Integrationsprozess gestaltet, weil wir diese soziale Harmonie, weil wir diese Lebenskultur, die es in Österreich gibt und die es in Wien ganz besonders gibt und in anderen Ländern nicht gibt. Ja? Fahren wir in die Vorstädte von Paris, fahren wir in die Vorstädte von Rom, fahren wir nach Frankfurt, fahren wir nach Hamburg, fahren wir nach Köln, schauen wir uns doch das dort an. Dort kann man, da ist ja vieles, was an Wording gegenüber politischer Islam und den Moscheen als Ort der politischen Zusammenkunft und eigene Gesetzbarkeit und so weiter. Das ist ja Realität. In vielen europäischen Ländern und Städten. Ich bin auch bei denen, die sagen, wehre den Anfängern, da muss man sehr sorgsam sein, wir brauchen keine Hassprediger. Bin ich voll dafür. Aber runterreden, eine Wirklichkeit, die so nicht ist, ja, da finde ich, das ist verantwortungslos, weil das einfach das Land dann in eine Schieflage bringt, Städte in eine Schieflage bringt. Das haben sich die Österreicherinnen und Österreicher nicht verdient. Und um das kämpfen wir. Und ich finde, diese Botschaft ist von dem SPÖ-Parteitag ausgegangen. Ja, diese Emotionalität, dieses freundschaftliche Miteinander umgehen und zwar weit über die Grenzen des Parteitages hinaus. Das ist kein Biotop, ja, sondern die wollen einfach haben, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir uns gegenseitig mögen. Warum soll man sie gegenseitig nicht mögen, Andreas? Du magst mich, ich mag dich. Wir können schon anfangen damit. Und ich finde, das ist doch etwas, was positiv ist. Also das stimmt. Der Josef Czap und ich, wir haben immer andere Meinung, aber wir sind sehr gut miteinander ausgekommen. Ja, also deswegen muss ich dir auch sagen, mit dem 12-Stunden-Tag, weil du wieder diese alte Leier jetzt bringst. Offenkundig gibt es sehr wenige Beschwerden. Weil ein Kalliauer oder ein Dinkhauser, zwei Arbeiterkammerpräsidenten, wenn es in diesen Bundesländern auch nur 3 Fälle gäbe insgesamt, würden die einen Pahö machen, dass die Republik widerhallt. Nein, ich habe einen kurzen Rundruf gemacht. Es gibt kaum Beschwerden. Das ist für ganz wenige Leute nur ein Problem. Aber gehen wir zurück zur SPÖ. Also, was mir schon aufgefallen ist, Pamela Rendi-Wagner hat die Migration eigentlich nur am Rande erwähnt. Also sie ist auf dieses Problem nicht eingegangen, wobei interessant war, dass in der schriftlichen Fassung, weil aus der hat ihr Vater zitiert, in der schriftlichen Fassung hat sozusagen quasi ein Schuldeinbekenntnis gegeben, dass man das Problem viel zu lange ignoriert hat. Stimmt, und dass man jetzt was anderes, und das ist aber nicht gekommen. Das war vielleicht vernünftig, weil genau dieses Schuldeinbekenntnis hatte beim Parteitag davor schon der Christian Kern gebracht. Also das wäre eins zu eins die Passage des Christian Kerns. Ist schon gut, dass Sie sich verteidigen, aber ich sage nur, es war im Manuskript und es ist nicht gekommen. Und ich glaube, dass die Sozialdemokratie eine Antwort auf die Migration geben muss, die mehr ist als dieses Überschriftenpapier, das Herr Doskozil und Herr Kaiser gemacht haben. Integration vor Zuwanderung. Ja, das sagt ja jeder von uns, Integration. Integration vor Zuwanderung sagt ein jeder, aber es muss also die Ängste und die Beschwerden. Nein, du darfst mich nicht unterbrechen. Nein, du hast mich vorher auch nicht unterbrechen lassen, wie du mir so. Ja, ich spreche zu Ende. Ja. Also, einer nach dem anderen. Migrationsproblem nach wie vor ignoriert und ohne Migrationsproblemslösung, da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Ich habe Enkel, die gehen in Pflichtschulen, wo die Arbeitssprache Deutsch sein muss, weil es keine gemeinsame Sprache gibt. Es sind 19 verschiedene Sprachen in der Klasse. Also da ist ein Problem, auf das muss man eingehen. Richtig. Die anderen, die Probleme, die ich vorher gemeint habe, sind natürlich schon aufgeblitzt. Das war für mich interessant zu sehen, dass die Vertreter einer Zusammenarbeit, allenfalls mit der FPÖ, das war also Herr Doskozil, um einen zu nennen,
aber bei der Stimmabgabe abgestraft wurden. Also die haben plötzlich nur 8% gekriegt. Also der linke Flügel hat für die nicht gewählt. Ich habe also auch festgestellt, dass die Causa Dornauer, ich bin ein Tiroler, daher berührt mich natürlich, ich kenne den jungen Herrn aus der Zeitung, er hat einen Fehler gemacht, er hat sich zweimal entschuldigt, ja. Er hat eine Woche lang hat's gedauert, bis man es ausgraben hat, dass man daraus so ein Pahö macht, wie man jetzt einen Pahö macht. Ich meine, er hat einen Fehler gemacht, entschuldigt, ja, aber dann ist er Ruhe. Ja. Er wird es nicht mehr machen. Den hat man natürlich auch. Das Problem ist nicht gelöst. Und dann, ich habe es schon gesagt, von der inhaltlichen. Die Sozialdemokratie muss eine Alternative finden zum Hochsteuerstaat, den sie bisher vertritt. Ja, Streichen der Mehrwertsteuer heißt 1 Milliarde im Jahr in Österreich. Da muss eine andere Steuer dafür einspringen. Mehr. Na, die Experten sagen, sie sind noch Experten, die Experten sagen 1 Milliarde. Da muss man etwas finden. Die weitere Verschuldung, da muss man etwas finden, auch von der Sozialdemokratie. Einen dritten Weg, wie es zum Beispiel Tony Blair und Gerhard Schröder in der damaligen Zeit gefunden haben. Das heißt also eine Programmvision, eine glaubwürdige Programmvision, nicht nur für die paar, die in der Blasen drinnen sind, aber die sich in Linz getroffen haben. So, jetzt lassen wir Georg Hoffmann. Also, und dann noch das Letzte. Ja. Natürlich muss auch die Sozialdemokratie ihre Landesorganisationen anschauen. Bitte, die SPÖ ist in Vorarlberg, in Tirol, in Salzburg nicht größer als eine Sekte, bitte. Dann muss man sich auch anschauen, dass Burgenland, Steiermark und Kärnten, wo die Sozialdemokratie stärker sind, so deutliche Gegenkräfte sind. Der Finanzminister kappt gerade die Finanztransaktionssteuer, will von der Vermögensteuer nichts hören. Nein, die Finanztransaktionssteuer hat der Schäuble gehabt. Der Schäuble gehabt, der Hartwig Löger versucht. Aber der Löger hat mal angesehen, wie er sich gefreut hat. Nein, er versucht, diese Finanztransaktionssteuer. Kommen wir noch einmal zurück zur Essenz. Georg Hoffmann-Osdorff hat mehrmals den Kopf geschüttelt vorher. Nur die müssen eine Vision entwickeln. Hochsteuerstaat. Die Staaten, die hohe Steuern haben, das sind die bestfunktionierenden Staaten, das sind die skandinavischen Staaten, das sind Österreich, das sind die bestfunktionierenden Staaten, dort sind die Leute am glücklichsten. Nach allen Untersuchungen sind die Leute in Ländern mit hohen Steuern und guten ausgeprägten Sozialstaat sind die glücklichsten. So, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, natürlich gibt es genug Probleme mit der Immigration. Ja, keine Frage. Das muss man angehen. Da muss man Integrationsarbeit machen. Die Regierung macht genau das Gegenteil, indem sie Desintegrationsmaßnahmen auf allen Ebenen setzt. Das so. Ist die Wahrheit. Das ist was anderes. Es ist ein bisschen. Ist eine andere Welt. Ja. Ist ja, nicht ja. Das ist gut, gut. Also bitte, lass mal Herrn Hoffmann-Osdorff zu Wort. Ein bisschen muss man auch patriotisch sein. Österreich hat integrationsmäßig vieles zustande gebracht. Muss man sich vorstellen, Österreich ist Wien ist eine der Städte mit den meisten Ausländern. Und gleichzeitig eine der Städte, die sicherste Stadt in ganz Europa. Trotzdem gibt es das Migrationsproblem. Das sage ich nicht natürlich, das musst du angreifen, das sind die Schulen, da musst du das machen, alles mögliche, aber da musst du was machen. Die Regierung hat ja nichts zu gemacht zur Integration, sondern im Gegenteil. Stimmt ja nicht. Stimmt. Hast du einen Realitätsverlust? Wir sind jetzt schon am Ende der Sendung angelangt. Ich glaube, beim Thema Migration mit den Grünen wird es halt nichts mehr. Das müssen wir uns für die nächste Sendung aufmachen. Noch einmal eine kurze Pause. Sind dann gleich wieder zurück auf OE24 TV mit den aktuellen Nachrichten.